Für mich gehört das Pferd zum Leben schon immer. Und es hat mich auch schon immer fasziniert, dass das Pferd der Spiegel deiner Seele ist. Es ist spannend, das Flüstern, das Männerflüstern, das Frauenflüstern und das Pferdeflüstern mal zusammenzubringen und zu schauen, wie die eigene Wirkung ist. Ja, ja. Man sieht schon, sie ist eher das Alpha-Tier, das heißt, die ist die Brecherin. Man muss wissen, was man will, die richtige Körperhaltung dazu, und dann kann man es auch umsetzen. Ja, super, schau dir das an. Das Nein, Respekt vor Pferdekart habe ich eigentlich noch, aber so langsam legt sich die Angst bei mir. Das Training war sehr gut, ich fand es optimal. Ne? Ja, für mich war es eigentlich sehr lehrreich, das Ganze hier. Ich habe einiges daraus gelernt, insbesondere, dass man beim Auftreten nicht sich so zurückhalten soll, sondern bestimmendes sagen soll alles und nicht verstecken soll, nicht, dass man nicht eingekehrt sich in sich ist, sondern regelrecht mit vollem Selbstbewusstsein demjenigen gegenübertritt, den man vielleicht mal so ins Auge nimmt, ne? Oder eine Frau, die ihm zum Beispiel gefällt.